ahead, but maybe you can find alternative routes. Oder warte. Wenn wir das hier weglassen und da hinten ist ein Gitter, dann brauchen wir noch zweimal die Passe zu benutzen. Warte. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wenn wir da den Vordereingang da holen, den Tunnel. Den Abfluss. Wenn wir nämlich hier durchgehen. Oder da hinten, ja. da hinten brauchen wir ja eigentlich gar nicht, weil wir die Zipline ja nicht mehr haben. Ach so, scheiße. Das heißt, wir können doch ruhig vorne gehen. Okay, warte. Ja, mach du den mal. Ich fange schon mal mit der Pasta an. Heieieiei, aua! Sag sie, irgendwann ist sie leider mein Tod, ey. Oh Gott. Das stimmt ja. Also es tut uns zwar leid, dass ihr jetzt die ganze Zeit die eine und selbe Mission seht, aber die Mission ist halt einfach mega geil. Und wir wollen wissen, was im Tresor drin ist. Und wir wollen die maximale Beute haben. Ansonsten, wenn ihr denkt, ja, ich habe PDL2 und so weiter und ihr wollt mitmischen, schreibt uns einfach eine Nachricht in den Kommentaren oder sonst wo. Genau, wir sind in der Hinsicht sind wir ja kooperativ. Eben, genau, und dann machen wir zusammen einen Termin aus, wir geben euch dann Teamspeak durch und so weiter. Ja, jetzt auch, ne? Ja. Und dann können wir zusammen heiß machen, was sich für alle lohnt. Für uns. Aber aber wenn ihr diese Mission mit uns machen wollt, hier, dann achtet bitte darauf, dass ihr ein anständiges Level habt und gut im Stealth geskillt seid. Minimum Level 50. Nee, das, was wir so haben, ist schon verdammt gut. Level 60, 65 wegen dem Stealths gelungen. Guck's! Oh! Das war knapp. Haben wir nochmal Waffen? Na. Dann haben wir auch nochmal Waffen. Dann hol die mal. Ich bring schon mal die Beute nach vorne. So, drei Taschen haben wir schon mal. Mhm. Also ich würde jetzt kotzen, wenn... Ich schau mal kurz was nach. Was? Jetzt ist hier vorne das Gitter weg. Das Spiel will uns verarschen. Das darf doch nicht wahr sein. Wow! Das war knapp. Brechstange. Hast du eine? Yep. Sehr schön. Oh fuck, jetzt kommt hier eine Wache. Der Kamera sei Dank, sonst wäre ich jetzt hier rausgerannt, ne? Bleib da draußen. Oh Gott sei Dank. Ich kann trotzdem immer noch weinen. Jetzt ist vorne das scheiß Gitter weg und wir haben die Zipline nicht. Ist eigentlich egal, würde ich jetzt mal knapp behaupten. Boah, da sind zwei Kameras, das ist gerade die Scheiße. Und eine Kamera gehört uns. Artefakt, yes! Schmeiß die runter, ich bring schon mal das Zeug vor. Schmeiß die runter, ich fang's auf. Mike auf! Hast du's gefangen? Mike auf! Zerquetscht. Sprich mit mir. Uiuiui! Steht da draußen auf einmal einer. Was war das gerade für ein Schamanenruf? Das war das Artefakt, das hat mich vorgewarnt. Ach Gott sei Dank kann man auch die Lichtkegel durch die Wände sehen. Ah, mach mal einen Sonntagsspaziergang in der Kanalisation. Alter. Scheiße, die ist leer. Da haben wir Geld. Da haben wir nix. Da haben wir eine kaputte Kamera.
Und hier haben wir Gold. Wow. Das war close. Haben wir Geld. Noch mehr Geld. Komme ich jetzt irgendwie sicher raus? Guys, what's that noise? Helikopter kommt. Immer ab der 5. Minute und 35 Sekunden, dann kommt der Helikopter. Also ein Artefakt haben wir schon mal. Ein bisschen glücklich. Das Spiel wäre so viel einfacher ohne Wachen, ne? Was? Das ist der Hammer, der bringt noch einen Container. Echt? Ja. Den hat er jetzt unten mitten auf dem Platz abgestellt. Voll. Der ist aufgesprungen. Voll geil. Mit Artefakten hoffentlich. Puh, Alter, meine Hände, ne? Nicht nur am Zittern, sondern auch am Schwitzen wie bekloppt. Ich hab schon fast aufgehört mit dem Atmen. Da ist ja eine scheiß Kamera, Alter, und fast in den nächsten Wachmann reingerannt. Ich glaube, ich habe einen Impuls 101, also 101. Ich bin gerade direkt von Zivilisten gerannt. Dem war es quasi fast schon scheißegal. Oh, das war der Fakt. Wenigstens mal gesichert. Das ist schon mal das Wichtigste hier. Hallo. Wachmann. Watch out, guard. Oh. Ich wollte gerade sagen, sag mal, was hast du hier schon alles runtergeschmissen, hey? Ein bisschen was. Drei Taschen sind es noch. Ich dachte, drei Taschen, hey. Scheiß Zivilist. Dass die nicht markiert werden, nervt ein bisschen. Die werden markiert, aber allerdings so, wenn du 3,5 Sekunden stehst. Ja, ich meine von der Kamera. Ach so, ja, das... Hast du draußen eine Leiter gesehen für nach oben? Ich war noch nicht mal richtig draußen. Ach so, das Gitter da hinten ist aber weg, hast du gesagt, ne? Ja, das Gitter da hinten ist weg. Du kannst da gefahrenlos durch und kannst da oben. Alter. Hallo Kamera. Dann guck ich mal eben da hinten schon, noch. Jetzt werd ich schon wieder entdeckt. Nee, das bin ich. Und drück schon für geduckt. Du drückst schon für geduckt. Da haben wir noch Geld, jawohl. Ich glaube, wenn wir die ganze Zeit diese eine Mission spielen, haben wir auch bald die 900 Stunden voll. Ich wette, die Hälfte haben wir schon. Müssen wir aber ziemlich unrasiert sein. Und der lange Bart, so wie Professor Dumbledore, Harry Potter mäßig. Und Steve! Was denn? Nein, ich meine. Ach so, ich dachte gerade schon. So alte Stimme. Alte Männerstimme, man hier ist. Und Steve! Nee. Kein Wachmann? Ah, sorry, hier hinten ist nicht mein Wachmann. Oh. Hey. Na, ich hier gerade ziemlich kontraproduktiv. Da ist nämlich noch ein Zivilist. Oh, das ist der Kamera. Der Zivilist ist weg. Und da oben haben wir natürlich nichts. Ja. Oh, scheiße, Mann. Oh, Alter, wie bin ich gerade abgegangen beim Springen. Dass man nicht alle Container aufmachen kann, das wäre so geil. Artefakt. Ja, oh! Oh. Alter, zu viele Menschen! Ich wollte gerade sagen, knallst du alle ab. Aber das hat sich gelohnt, hier an dem Container dran zu bleiben, da war Geld drin. So, dann machen wir einen auf Joel und hören uns die Umgebung an, ob wir da irgendwo was hören. Ob da jemand ist. Ich wollte gerade sagen, kämpf du dich schon mal nach vorne durch irgendwie. Alter.
Alter, ich dachte gerade, du klingst wie Dampfkochtopf. Ich bin gerade direkt an der Wache, hinter einer Wache vorbei und da war da noch eine Kamera. Das war halt gerade ein bisschen intensiv. Alter, ich dachte gerade, Alter, jetzt mit dem Dampfkochtopf. Das ist meine Rocks. Das ist die Rockstar-Dose, die ich mit der dritten Hand festhalte, weißt du? Und ich bin halt momentan so heiß von dem ganzen Scheiß-Spiel und der Mission, dass die Dose anfängt zu kochen. Pfeift aufs letzte Loch. Ja, erstmal einen Schluck trinken hier. Das heißt, ich habe gar nichts mehr zu trinken. Dann geht ihr was holen, da unten bist du sicher. Aber irgendjemand muss doch die Beute in Sicherheit bringen. Ja, ist doch egal. Streng genommen ist es momentan jetzt erstmal. Die Beute in Sicherheit bringen, ja, aber wie gesagt, da unten sind wir sicher, da passiert uns ja nichts. Solange wir nicht oben irgendwo eine Leiche liegen lassen haben. Nicht mehr viel gefehlt. Ich glaube, ich gehe am Ende irgendwann, ich gehe am Ende hin nach dem Rendern und schneide einfach das Bild raus und lasse nur noch das Audio laufen. Das ist dann Alter. Ja, dann musst und dann du einfach und unsere Synchro hier dann einfach auf über einem Porno kleben. Ich glaube, da passen die Geräusche ganz gut. Oh, verdammt! Kommst du? Wie war's? Schreit deine Frau auch, wenn sie kommt? Nö, meine hat einen Schlüssel. Ja, der ist aber auch schon ein bisschen älter. Boah, bei der Musik ja, bekomme ich irgendwie immer voll Bock auf Freerunning für die PS2. Steuerung für einen Arsch, weil die massiv kompliziert ist. Das Spiel wollte ich mir auch mal unbedingt wiederholen. Ich glaube, das mache ich auch mal. Da mache ich ein Let's Play davon. Ist halt so ein Spiel, so wie halt Tony Hawk und hier Matt Hoffman, BMX. Nur halt mit Parkour. Was? Welches Spiel? Freerunning. Gibt's für PC, aber ich glaube, da ist die Steuerung noch komplizierter, wenn du da mit Tastatur spielst. Ja, mal gucken. Ist nämlich halt schon ein bisschen älter. Okay. Und für PS2, und das hatte ich mit Krusty damals gezockt. Wir hatten ungefähr eine Stunde gebraucht, bis wir die Steuerung halt ein bisschen konnten. Und ich bin gerade fast aufgeflogen, weil ich mir die Augen gerieben habe und nicht hingeguckt habe. Ja, da musst du aufpassen. Deswegen, ich habe schon gesagt, irgendwie jetzt den Typ umholzen. Peter beantworten, ein Typ. Ist zu riskant, da geht ja immer einer vorbei. Ja, und da hatten halt quasi und ich so eine Stunde bis zwei Stunden gebraucht, um die Steuerung zu verinnerlichen. Und ist halt, wie gesagt, wie Tony Hawk, Pro Skater oder hier Matt Hoffman BMX, nur halt mit Parkour. Mhm. Dass du da rumläufst und in dem Level eine bestimmte Anzahl an Punkte machen musst in einer gewissen Zeit. Und halt Parkour-Tricks machst, Wallrunnings und der ganze Scheiß. Ja, ja. Mit einer richtig geilen, entspannten Musik dabei. Was? Nix. Meinte halt mit Katze, Doppelkatze, Monkey und so weiter, wie die Tricks heißen halt. Genau. Und das hat auch richtig Fun gemacht, das Game. Katze kriege ich hin, aber Doppelkatze, vergiss es, da haut sie mich fast auf die Fresse. Da lasse ich die Finger davon. Würde ich ja schon gern mal sehen. Ich könnte mal ein Video schicken, wie Doppelkatze aussieht, aber. Tütüt. Tütüt. Warte, ich komm. Ich hoffe, da oben. Immer zusammenbleiben. Ja, ich will nur mal gucken. Ich mach hier unten mal die Tür auf. Ah, ja. Noch ein Artefakt. Yes! Geh weg! Ich komm. Der hat eine Sicherheitskarte. Follow me! Ach, jetzt hast du die schon geholt? Okay. Kümmer du dich um die Geißel, du kannst schneller gehen. Ich kümmere mich um die Beute. Um die Beute. On your belly. Follow me! Da oben ist auch noch ein Gemälde, das hole ich jetzt sofort gleich. Follow me. Follow me. Follow me. Come on. Wäre geil, wenn man die auch in den Tunnel legen könnte, die Leute. Come on.
ideale Versteck. Aber sowas von. Um alles loszuwerten. Leiche, Beute, Geißeln. Wache! Da hey, Wache! Geh weg, geh weg, geh weg! Muss ich gerade echt um den Kreis gehen bei der. Oh, da ist noch eine. Was? Alter. Das ist Wache. Na, werde ich auch machen müssen. Also, das ist jetzt der zweite Pager, den ich beantworte. Boah, ich glaube, ich darf nicht mehr beantworten. Psst. Hat er was gesagt oder was? Psst, nicht ich antworten. Wollte, ich. Okay. Habe nämlich den einen Typen da auch wegmachen müssen gerade. Mhm. Wollte gerade sagen, schmeiß runter. Ja. Ich entsorg dann die Leiche. Auch reingebrochen, was zu essen. Oder Piranhas, was auch immer. Ich schick dir noch ein Gemälde hinterher. Okay, aber nicht ins Wasser. Was ich nicht identifizieren kann.